guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Wir machen uns bereit. Samstag. Wir fahren Bernina Pass, Tirana und dann an den Gardasee. Hier im Hotel Krone hinter mir haben wir übernachtet. War sehr gut. Und wir kommen heute Abend wieder hier zurück. Ja. Liebe YouTube-Freunde, kurzer Stopp. Rauch- und Kaffeepause in Edalo. So wie ich jetzt filme. So. Und der Giulio isst eine Gelati. Gelato. Gelato, ist sie gut. Tito. Auf Italienisch? Ja, du musst noch sagen, Antonia, schade, du bist nicht da. Grazie, ist sehr gut. Ja. YouTube-Freunde, sind hier gerade einen Unfall herangefahren. Zwei Motorräder zusammen, hier in dieser Kurve. Der eine, ein Schweizer, glaube ich, hat das Handgelenk gebrochen. Und der Deutsche, nur eine kleine Beschädigung am Motorrad, glaube ich. Jetzt muss ich da noch den Unfallort sichern helfen. Die kommen da schnell gefahren alle. Jawohl. Ja, es hat eine gefährliche Kurve. Der von unten drauf ist zu weit links gekommen und der von oben, dann haben sie sich duschiert und sind gestürzt. Ja, so war es. Der Schweizer hat das Handgelenk gebrochen, aber ist nicht von unserer Gruppe und der Deutsche hat nur sein Motorrad kaputt. Das war ein Wahnsinnspass. Sehr schmale Straße. Verrückt, aber ich sehe es. 2652 Meter. Mamma mia! Wo ist da zugekommen? Glücklich wieder in Livigno angekommen, Mamma mia. 20.30 Uhr, das war eine Monsterfahrt. Also es sind alle, die wir echt runter schicken, ja, irgendwie das Gefühl gehabt, das geht nicht gut. Und dann habe ich gedacht, ich fahre jetzt nicht noch irgendwo feister wie ein Moor ins Loch runter. Das offen die anderen Finger. Es war hier eine Kreuzung, eine Straße. Patate sono già sieri.